In unserem zweiten Beispiel berechnen wir die Quadratwurzel von 5 minus 12i. Wir machen wieder unseren Ansatz. Seit z gleich a plus ib, die komplexe Zahl mit ab natürlich aus r. Sie wissen, das ist ganz wichtig, die Voraussetzung. Mit der Eigenschaft z² gleich Omega, das heißt z ist eine Quadratwurzel. Von, nicht von Omega, sondern von w. Wir benutzen wieder diesen Ansatz und schreiben das z als a plus ib zum Quadrat gleich 5 minus 12i. Wir wissen in der Zwischenzeit, was die binomische Formel hier ergibt, nämlich a Quadrat minus b Quadrat, ich habe schon geordnet, plus 2aib. Gleich 5 minus 12i. Wir haben wieder hier den Realteil. Wir haben hier den Realteil auf dieser Seite. Die beiden vergleichen wir. Und dann vergleichen wir die Imaginärteile. Hier links der Imaginärteil 2a, 2ab. Muss ich kurz umstellen. Das i hinten drin und hier rechts der Imaginärteil ist minus 12. Also bekommen wir zwei reelle Gleichungen, nämlich die erste Gleichung a minus b, a Quadrat minus b Quadrat gleich 5, nenne ich 1, 2, die zweite Gleichung 2ab gleich minus 12, 2. Aus 2 erhalten wir sofort b gleich minus 6 durch a, den nenne ich 3. 3 setzen wir in 1 ein und da ergibt sich ja schon entsprechend, ja ich schreibe es mal hin, a Quadrat minus 6 zum Quadrat durch a Quadrat ist 36. Durch a Quadrat ist gleich 5. Und wenn ich alles, wenn ich mit a Quadrat multipliziere und alles auf eine Seite stelle, dann steht hier auch 4. Minus 5 a Quadrat minus 36 gleich 0. Wir haben wieder eine quadratische Gleichung in a Quadrat. Wir setzen u gleich a Quadrat. Und erhalten eine quadratische Gleichung in u, u Quadrat minus 5u minus 36 gleich 0. So, wenn wir die Lösungsformel ansetzen für u, u, dann haben wir u1, 2, 2 gleich minus b, also minus, minus 5, gibt 5 plus minus Wurzel aus b Quadrat. 25 plus 4 mal 1 mal minus 4, 4 mal 1 mal minus 36 gibt plus 144 durch 2.
Und toll, 25 plus 144 ist 169. Die Wurzel draus, das ist eine Quadratzahl 169, das ist die 13 zum Quadrat, das heißt, wir haben hier 5 plus minus 13 durch 2. Wir erhalten also U1 gleich 5 plus 13 durch 2 gibt 18 durch 2 gibt 9. Und U2 ist gleich 5 minus 13 gibt minus 8 durch 2 gibt minus 4. Wir wissen schon, dass die minus 4 keine Lösung ist, weil a Quadrat gleich minus 4 würde auf eine komplexe Zahl führen. Ja, aber wir haben aber a aus R. So, das heißt, wir rechnen entsprechend weiter mit der Lösung U1. Wir machen die Setzung rückgängig. Und erhalten a Quadrat gleich 9. Das heißt, a1 gleich 3, a2 gleich minus 3. Und das b berechnen wir, indem wir das a1 und a2 jeweils einsetzen in die Gleichung 3. Erstens. A1 gleich 3, daraus folgt, ja, b war, wenn Sie sich erinnern, das war minus 6 durch a. Minus 6 durch 3, also durch a1, ist gerade minus 2, ist b1. Der zweite Fall, a2 gleich minus 3, daraus folgt, b2 gleich minus 6 durch minus 3 ist gerade 2. Ergebnis: z1 gleich 3 minus 2i und z2 gleich minus 3 plus 2i sind Quadratwurzeln. Von W ist gleich 5 minus 12i. Wir rechnen, wir machen die Probe kurz. Erstens, z1 zum Quadrat ist gerade 3 minus 2i zum Quadrat, ist gerade, also 3 minus 2i in Klammer zum Quadrat, zweite binomische Formel, ist 9. Minus 3 mal 2i mal 2 minus 12i plus 2i zum Quadrat plus 4i Quadrat. Ich schreibe es hin. I Quadrat ist minus 1, das heißt, wir haben minus 4, das heißt, wir haben 5 minus 12i. Entsprechend. Z2 zum Quadrat gleich minus 3 plus 2i zum Quadrat. Wir haben wieder die, ja, wir nehmen die erste binomische Formel, das heißt 9 minus 3 mal 2 gibt minus 6, mal 2 gibt 12, also minus 12i. Und dann haben wir noch 4i zum Quadrat. Und es gibt genauso wieder 5 minus 12i. So, damit haben wir die Probe gemacht und die Quadratwurzeln bestimmt. Zur Übung des Rechnens mit komplexen Zahlen habe ich Ihnen hier noch
zwei Aufgaben zusammengestellt. Einmal sollen Sie Beträge ausrechnen und zum anderen hier die quadratischen Gleichungen lösen. Denken Sie dran, Sie können rechnen mit dem Z wie gewohnt. Sie können mit komplexen Zahlen rechnen wie gewohnt unter der Beachtung i² gleich minus 1. Und denken Sie dran, bei der Lösungsformel taucht eine Quadratwurzel auf. Die sollen Sie natürlich ausrechnen. Ja? Die lassen Sie nicht einfach so stehen.